So, zweites und letztes Spiel von Spieltag Nummer 1. Shadow mit Bärenrad gegen MVP, der noch nicht da ist. Ich mache so lange Pause, bis er da ist. Oder ich analysiere erstmal Shadow, der Aoi als Captain hat. So, Analyse Ende. Jetzt warten wir auf MVP. So, hier bin ich wieder. Nach 5 Minuten hat MVP angekündigt, dass er kommt. Deswegen warten wir jetzt. Shadow hat den neuen Genzo. Den Traumkollektions-Genzo. Der wahrscheinlich der beste Keeper im Game ist. Aber wahrscheinlich nicht so übermächtig wie damals, als Zenzo rauskam. Aber das werden wir in diesem Spiel genauer uns betrachten. Wenn ich mich recht entsinne, spielt Shadow mit dem neueren Rising Thunder Teresa, der ziemlich gut ist. Aber auch, warum auch immer, mit dem Borussia Dortmund Nita im Sturm, der wahrscheinlich nie mehr in seinem Leben ein Tor machen wird. Dazu hat Shadow diesen roten Originallizenz Barcelona zu Barca, der gut ist, weil er hohe Bande hat, der aber auch gut dribbeln kann, aber auch Chance Maker hat und eventuell auch gut schießen, wenn er nah genug vom Tor ist. Ah, da ist MVP endlich. Ich bin mal auf sein Team gespannt. Ich weiß es nämlich nicht, weil ich heute noch keine Bilder gesehen habe. Aber schauen wir mal gleich im Aufstellungsmenü. Oh, er hatte Kals als Captain. Das darf keiner. Das darf nur ich. Das darf nur ich. Macht der Kals als Captain? Hat er keinen anderen? So, das Spiel beginnt jetzt. Shadow hat, glaube ich, 38,5 Bande, aber schauen wir uns mal gleich genauer an. So, die Teams laufen ein. Shadow gegen MVP. Das ewige Duell zwischen zweier Rivalen geht in die nächste Runde. Gut, Shadow hat ja mit 38 Bande, gute. Oh, der alte Misaki. Mal gucken, ob er noch was kann. Und der Super Tomea als Libero. MVP hat den Green Saw. Okay. Und oh, das ist Mbappa und hier der neue Hyuga. Aber auch noch Diaz. Oh, und der Abfang-Davi, der überarbeitet wurde. Könnte eine enge Kiste werden. Jedenfalls versucht. Oh wow, mit einem Abfang kriegt Sawada den Ball. Obwohl Misaki gedribbelt hat. Ne, Matsuyama hat gedribbelt, ne? Ja, Entschuldigung, Matsuyama hat gedribbelt. So, jetzt nächste Chance. Takeshi gegen Mbappa. Takeshi könnte passen und dribbeln. Ich würde auf jeden Fall passen oder dribbeln. Mbappa sollte den Ball gar nicht kriegen können. So, ein Pass von Sawada auf zu Barca. Okay, ein sehr naher Pass. Zu Barca gegen Juan Diaz. Ich würde mit zu Barca tatsächlich versuchen zu passen. Aber er könnte auch dribbeln. Je nachdem, was Diaz entscheidet. Ich glaube, er würde dribbeln. Nee, er passt tatsächlich. Der Pass wird ankommen, aber auf wen passt er? Er passt, oh, auf Natureza. Okay, aha. Und direkt hier mit Kals Natureza markiert, damit er auch ins Matchup kommt. Aoi, gar kein Tackeln. Und Kals kann abfangen. Also das wird wohl, glaube ich, nichts. Außer er schießt. Ne. Ja, Versuch was wert, aber überhaupt keine Chance gegen Tackle Aoi. Mit seinem legendären Feuerballpressing erobert er den Ball von Natureza und ist, oh, und Pass auf den alten Superbeam fest zu Barca, der nicht vergessene Hotline hat von 5%. Wenn dieser Ball ankommen sollte, dann kommt er an. Und Misaki kann wahrscheinlich nicht gut abfangen, oder? Theoretisch könnte er abfangen, macht er auch, aber zu Barca dribbelt aus unerklärlichen Gründen. Wahrscheinlich hat Misaki ein besseres, ach keine Ahnung, ein schlechteres Tackling, keine Ahnung. Jedenfalls zu Barca kann mit seinem Snowboard-Dribbling sein bestes Dribbling, glaube ich, nach vorne pirschen und jetzt sollte er passen können, oder?
Ja, ich zack jetzt auch nicht gut den Abfang. Also jetzt würde ich auf jeden Fall passen. Was bringt es denn nochmal zu dribbeln? Oder will er seine Stürmer mehr in Szene setzen? Obwohl, Jua kann er doch so drehen. Ach, mal gucken. Oh, jetzt kommt der Pass. Aber, oh, ein Abfang mit einer Chance von... Oh, abgeprallt. Okay. Nur 60% Chance, dass der Pass ankommt. Nicht mit Ishizaki. Aber noch eine Chance. Einwurf MVP auf Mbappa. Jetzt bin ich mal gespannt, was dieser... Oh, von da aus willst du echt schießen, obwohl er den neuen Gänse hat, der Safety Zone hat von 10%. Okay. Schauen wir uns... Oh, aber Torwartkiller. Das könnte interessant werden, wie da die Chancen sind. Torwartkiller vor dem 16er. Wie viele Chancen... Wie viel Chance... Wie viel Prozent Chance wäre das? Okay, nur 15,2% Chance, dass er reingeht. Wahrscheinlich ist die Safety Zone und der ungünstige Winkel zu ungünstig gewesen. So, und jetzt gibt es einen Konter von Gänze Wakabayashi. Auf Nita. Nita kann aber eigentlich gar nichts, ne? Ne. Egal, was er macht, er wird nicht durchkommen. Nita wird nicht durchkommen. Nita versucht trotzdem zu dribbeln. Ja, immerhin 6,4% Wahrscheinlichkeit. Ich hätte es weniger geschätzt. Aber Gito ist ein super Tackler. Er hat auf jeden Fall gewonnen. Wird den Ball jetzt schnell nach vorne bringen. Doch auf wen? Ich gucke mal selber auch schnell auf der. Oh, der ist schneller als ich gesehen habe. Auf Savada. Und wisst ihr, was das heißt? Savada hat doch die Hotline auf Hyuga. Aber Aoi ist ja gut. Oh, aber gut genug. Pass hatte immerhin 43.000. Er dribbelt aber doch. Und das hat Shadow gesehen. Er hat das geahnt. Er hat geahnt, dass MVP denkt, dass er lieber doch nicht passt. Weil Abfang gewinnt Shadow. Aber Shadow hat getackelt und so das Dribbling überwunden. Okay, der hätte schneller spielen müssen, aber die Überlebenszeit war auch sehr gering. Ja, hilft nichts. Wenn er grätscht, ist Gito da. Wenn er passt, ist Davi da zu 100%. Bin ich mir sehr sicher. Ich würde trotzdem versuchen zu passen. Und das versucht er tatsächlich auch. Ja, er tut passen, aber da, ich hab's gesehen. Davi ist ein richtig geiler Abfänger. Und er hat den Ball abgefangen und passt den? Nee, passt den doch nicht, weil alle im Abseits sind. Deswegen, oh, okay. Oh mein Gott, was? Level 1? Level 1 Dribbling und Level 1 Pass. Ah, das ist nicht gut. Das ist sogar sehr schlecht. Nee, das wird nichts. Noch nie so einen schlechten Spieler gesehen. Das wird nichts. Da kannst du auch noch nicht versuchen, nee, zu dribbeln mit Level 1. Jito hat den auch Ball erobert. Der andere Jito, der neuere. Den ich zwar auch habe, aber nie getestet habe, weil er halt nirgendwo reinpasst. Was? Auf Nita? Ich würde den Ball nie freiwillig auf Nita spielen. Igawa hat aber. Oh, der kann durchdribbeln. Ah, das. Ich wusste nicht, dass er Skillblock hat und dann auch noch den richtigen Skill geblockt. Jetzt kann er durchdribbeln. Ich hätte nicht ein normales Tackling eingesetzt. Da hätte er, glaube ich, sogar einen Abfang mehr gebracht. Mehr Prozent Chancen. Und das. Hä? Ist Nita nicht gut in der Luft? Aber ich kenne den dort Nita gar nicht, ob der wirklich besser in der Luft ist, die Version. Ich hätte. Was? Warum schießt du von da? Hätte noch ein bisschen laufen können. Er könnte reingehen, weil dieser Gänse ist schwach gegen Japaner. Ah ja, aber nur ein Viertel Chance, dass er reingeht. Und Regenbogen sogar, ja, den hält er natürlich. Ich glaube, ein bisschen näher ran. Ein bisschen mehr Glück, dann wäre er vielleicht reingegangen. Erste Halbzeit zu Ende. Ist, glaube ich, ein ausgeglichenes Spiel. MVP steht besser. Aber Shadow hatte die klarere Chance, würde ich mal so behaupten. So ist. Aha, 22.000 Ingame fangen. Also nicht Ingame, sondern Outgame. Okay, hätte ich mit mehr gerechnet, aber die Passiva von Gänse sind halt. Oh Gott, du hast den nicht richtig aufpotenzieren können, noch nicht. Okay. Ah, verstehe. Verstehe. Aber die wichtigsten hast du freigeschaltet. Gut. Gucken wir MVP an, wie seine Spiele überhaupt aussehen. Okay. Ach, mein Gott, warum seid ihr so schnell?
Weiter geht's, zweite Hälfte. Es sieht nach 0-0 aus. Weil es 0-0 steht. So, und jetzt Bärenrad. Ne, MVPs Tsubasa auf. Warum Gito? Warum. Hä? Warum Davi? Und dann durch die Mitte. Ich hätte auf jeden Fall auf die Hotline-Spieler erstmal gespielt, die auch frei waren. Savada zum Beispiel da oben. Jedenfalls Diaz gegen Tsubasa Ozora. Ich würde versuchen zu dribbeln. Ja. Ja, ich würde auf jeden Fall dribbeln. Ja, dann dribbel halt nicht. Dann kommt halt dieser Pass an. Was natürlich auch gut ist. Jetzt passt er. Auf jetzt erst. Auf Savada. Das irgendwie wirkt das ein bisschen komisch. Wieso nicht sofort auf Savada? Savada gegen Matsuyama. Oh, Matsuyama hat tatsächlich überhaupt keinen Abfang. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. So ein Pass dann wahrscheinlich auf Hyuga. Was anderes wäre doof. Ja, ich glaube, Tomer. Ich weiß nicht, ob Tomer in der Luft. Ich glaube eher nicht. Ja, auf jeden Fall den Faruzia versuchen. Und das ist, glaube ich, sogar eine gute Chance. Wobei ich denke, dass der Gänse den halten wird, weil der Winkel ist nicht so toll für Juga. Und ich glaube, sein Bodenschuss ist natürlich besser. Doch tun wir uns das mal anschauen. Savada besiegt. Jetzt bin ich auf Tomea gespannt. Er blockt. Okay, Tomea ist auch in der Luft ein guter Blocker. Hat auf jeden Fall auch super dünnfestes Niveau, seitdem er überarbeitet wurde. Also kein Wunder, dass er jetzt blockt. So, Pass geht über Diaz hindurch, was sehr glücklich ist. Ah, und natürlich ist dann der Teresa ja doppelt gedeckt durch Kals, der zu Hilfe kommt. Mit Tsubasa auf. Oh, ich würde zweimal dribbeln tatsächlich, weil Tsubasa, weil in der Hoffnung, dass dann Tsubasa den Ball nicht kriegt, aber wird abgeprallt. Okay, schade, aber gut. Ach, das war sogar ein Doppelpass. Das war ja gar kein Dribbling. Ein Doppelpass und trotzdem abgefangen. Das war dann ziemlich glücklich für MVP. So, weiter. Ich hätte jetzt hier auch schneller reagiert, aber da war, ist halt kein Spieler mitgelaufen. Dann konnte man vielleicht doch nichts machen. Ich würde hier, keine Ahnung, schießen. Ja, er schießt auf jeden Fall. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Aus Verzweiflung und trotzdem wird der Ball auch abgefangen. Okay. Jetzt, ja, wieso immer durch die Mitte? Komisch. Okay, aber Diaz ist ja gut. Vielleicht hat MVP einen Plan. Diaz gegen Nita, das wird das schaffen, aber dann ist die Frage, was Aoi gleich machen wird und was Diaz macht. Von hier aus schießen? Das ist ja schlimm. Das ist ja Kapitulation. Na, ich hätte zweimal wenn vielleicht versucht zu dribbeln, oder? Komisch. Ja, und natürlich hat Tomea Autoblock, also das hat ja gar nichts gebracht. Überhaupt nichts. Dann lieber doch irgendwie dribbeln oder noch passen in der Hoffnung, dass Shadow falsch. Falsch dingsbumsiert. So, und jetzt Konter auf Matsuyama. Warum man auch freiwillig die Bälle auf Matsuyama spielt, denn er kann noch gar nichts. Er kann tatsächlich rein gar nichts. Und Takeshi kann alles. Er wird sogar mit einer falschen Entscheidung das Duell gewinnen. Außer Matsuyama hat Glück. Matsuyama hat kein Glück. 5% nur. Sogar richtig entschieden von MVP Savada. Und jetzt heißt es wieder Konter und dann schnell wieder auf Hyuga. Ich würde mit Hyuga seinen Bodenschuss aber probieren. Erstmal in irgendeinem. Ah, Tomea wird. Oh, okay. Hätte ich auch genauso entschieden. Und dummerweise hat Jito dann abgefangen aus MVP-Sicht. Ich hätte auch ganz schnell. Ja, und hier wird er auch ein Abfang. Dann auf Hyuga ganz schnell, sehr gut. Ganz schnell auf Hyuga. Oh, und der Aoi war auch in der Nähe, sodass es jetzt heißt. Ich würde schießen und weil. Du schießen würdest, müsste Akai blocken und erst Aoi abfangen. Genau das müsstet ihr beide tun und aber trotzdem mit dem Schuss probieren. So ist es und genau so ist es passiert. Tomea wird zuerst blocken. Ja, vielleicht geht er trotzdem durch, aber 60% ist viel. Ja, zu viel. Tomea ist ja für mich ohne Frage der beste Verteidiger im Spiel mittlerweile. Ein richtiger guter Hyuga-Killer. So, weiter geht's. Und dann Matsuyama tut den Ball am Haben. Und ich würde mit meinem. Ja, das, ich würde dribbeln vielleicht. Also, Matsuyama ist schlecht. Hast du echt keinen anderen? Ja, oh, und sogar mit richtiger Entscheidung gewinnt. Nur 3,1% Chance mit Lawinenangriff. Ui. Oh, Mann. Oh, der Ball wird abgefangen, weil Aoi. Das, oder? Oh, da habe ich übersehen. Aoi war gar nicht da.
Aber guter Pass auf Mbappé. Okay, jetzt heißt es, es könnte die Chance werden, die einzige Chance. Schieß nicht von da aus, Ginzel hält den Ball, schieß bloß nicht. Spekuliere, mach Doppelpass in der Hoffnung, dass Tomer nicht gleich ich weiß nicht, ob volle Power-Modus noch einzuschalten ist. Ich glaube nicht, dann würde ich auf jeden Fall Doppelpass machen. Und das machst du auch, mit kritisch Regenbogen. Okay, und das ist jetzt die erste richtige Chance gegen den neuen Gensu im Strafraum. Da bin ich mal gespannt. Mbappé hat ja sogar Torwartkiller, wenn ich richtig gesehen habe. Ist das der richtige Spieler, um Gensu zu besiegen, den neuen? Schauen wir uns das doch einfach mal an. Kritisch, er weiß. Gegen Gensus. Ja, 44.000 Schuss gegen 41. Das könnte was werden. Oh, yo, 66,1%. Mbappé könnte es schaffen. Er hat es geschafft. MVP hat den Lucky Punch geschafft. 1-0 und das wird der Sieg sein. Ein sehr spannendes Spiel. Manchmal komische Pässe von MVP durch die Mitte, aber wahrscheinlich hatte sehr viel Vertrauen zu Diaz. Aber hat ja was gebracht. Genau, MVP hat gewonnen. Gut, dass wir keine Verlängerung uns anschauen müssen, was ja sowieso egal ist wegen Liga-Modus. 0-0 hätte gezählt. Schauen wir uns mal die Statistiken an. Die Statistik sagt folgendes: Gewinner ist MVP. Oh, mehr Ballbesitz, mehr Torschütz, also vielleicht doch verdient. Genauso viele Pässe. Spannend, sehr spannend. Das war der erste Spieltag. Bis dann.